Gut, dann machen wir uns mal diesen Solid Fuel. Dafür brauchen wir noch Crystal. Haben wir noch Crystals? Und dann bitte einmal den Solid Fuel Accurator. Und der scheint auf jeden Fall ein bisschen mehr Power zu haben. Den machen wir dann mal dahin. Ah, okay, da gibt es jetzt 30 Grad, aber wir können was zum Brennen reinschmeißen, dann bringt er ein bisschen mehr Power. Okay, deswegen haben wir die Kohle bekommen. Alles klar. Da gibt es nochmal Charcoal oben drauf, das ist nett. Und wir brauchen noch den Solderer. Der Solderer braucht Carbonplatte. Carbon kriegen wir jetzt von Carbon Dust. Carbon Dust. Kriegen wir über einen Rotary Grinder und dann können wir alles reinballern, was irgendwie Richtung Kohle ist. Kommen wir hier mal hinterher. Dann kriegen wir Red Flint. Nice. So, den Solderer brauchen wir. Brauchen wir 6 Stück. Wir haben noch was übrig. Dann machen wir die Carbon Plate und den Nether Crystal. Und Nether Crystal kriegen wir, indem wir Crystal durch ein Nether Portal durchschmeißen. Zack. Zack. So, können wir fliehen oder nicht? Das sagt uns gleich das Licht. Davor brauchen wir aber noch mal einen Flint and Steel, weil das andere ging drauf für den Explosive. Na dann, lasst uns abhauen. Nein, geht nicht. Also, dass uns irgendwie schlecht wird, passiert ja nichts. Ah, wir sind gefangen. Wir können nicht fliehen. Nein. Ja, das war klar. Dann brauchen wir mal Crystals. Die haben wir mal alle 8 durch. Denn dann kriegen wir diese Nether Crystals. Und die werfen wir natürlich von hinten nach vorne. Wir sind schlau. Zack. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und zack. Wir haben 8 Nether Crystals. Sehr schön. So, dann sollte das Carbon eigentlich auch fertig sein. Der Carbon Dust zumindest. Und davon machen wir dann diese Carbon Dings, Carbon Plate. Und dann schmeißen wir alles zusammen, kriegen den Solderer. Use Gold Dust, Circuits Plates and Patterns to make Circuits. Dann haben wir Nether Crystal, da kriegen wir einen Speedy Hopper. Toss a Crystal into a Nether Portal to acquire this. Yes, haben wir bekommen. Und Solderer. Oh, wir kriegen einen Eisenhelm. Und ein Few Fortune Pick Inventory Explorer Workbook. Right click to search nearby chests. Sneak to repeat last search. May be used from inventory with a keybind. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier Eisen. Können wir das rausnehmen? Jo, nice. Okay. Wir haben eine Möglichkeit, unser Inventar zu durchforsten. Und das können wir mit einem Keybind umsetzen. Deswegen gehen wir mal unter View. View Search, da ist es. Ist unter G. V würde mehr Sinn machen. Show Conflicts. Keine. Heißt, wenn ich jetzt V drücke, komme ich darauf zu. Das heißt, ich kann das jetzt hier drin haben. Drück V und dann gebe ich hier ein Gold. Und dann sollte er mir Gold anzeigen. Nearby, also müssen in der Nähe sein. Also gehen wir mal so hin. Und dann sagt er mir hier, ah, da guck mal, hier hast du Gold. Und er zeigt den Inhalt doppelt an, weil es ist eine Double Chest. Okay. So, Mutation Paste Block. Mutation Paste, Mutation Paste. Oder wir müssen einen Rock Core mit einem Pure Giver und brauchen ein Ding. Das ist aber das, was wir hier haben, glaube ich, ne? Earth Soil. Den kann man in die Lava schmeißen. Das war schlau. Das war sehr schlau.
Dann können wir den einen wieder umcraften. Und dann können wir uns dieses Dings da machen. Seed of Life. Dann brauchen wir nochmal einmal Erde, Dirt. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir jetzt einen ganz anderen Baum. Ich weiß es nicht. Aber wir brauchen das da. Und, na super, wir haben uns jetzt unseren Cobblestone umgecraftet in Erde. Ach, schön. Und jetzt schmeißen wir das da, das da. Dann brauchen wir das da. Und jetzt müssen wir das da dazwischen bringen. Und es funktioniert, aber dieser Catalyst macht, was er will. Also gucken wir mal. Der Heavy wäre am meisten nützlich, aber den können wir uns natürlich nicht machen. Deswegen, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Nö, nö, nö. Da, der erste ist durch. Der zweite ist durch. Siehst du? Man muss nur Geduld haben. Mutation Pace Block. Incoming. Actus. Green is not a creative color. Okay, indem wir irgend Mutation Pace und Sapling, dann kriegen wir Kaktus raus. Okay. Können wir den? Jo, wir können das Wachstum beschleunigen. Das ist praktisch. Dann sollten 5 Stück erstmal reichen. Viel Spaß beim Wachsen. Wir haben jetzt Kakteen. Wobei, die Mehrzahl von Kaktus ist ja eigentlich Kaktusse, oder? Also, wird natürlich falsch verstanden, gerne falsch verstanden, das ist halt das andere. Aber ich kann nichts für eure Gedanken. So, Refined Circuit. Wir brauchen. Da brauchen wir den Solderer für und da brauchen wir Tiny Pile of Gold Dust. Ein Refined Circuit Pattern, da brauchen wir uns ein Crude Circuit Pattern und dafür brauchen wir Iron und Papier. Das Refined Circuit Pattern, das ist mit Crafting, okay, das kriegen wir hin. Dann brauchen wir Tiny Pile of Gold Dust, das ist Rotary Grinder und Gold Nugget, okay, das kriegen wir hin. Unser Circuit Plate ist mit Kaktusgrün, Clay und Papier. Und dann mache ich das da rein. Da haut er es da rein, da rein, da rein. Nein, das da. So, und jetzt bräuchte man ein bisschen Hitze für den da. Haben wir. Wir haben doch da. Und dann kommt hier Temperatur rein. Sehr schön. Und diese Temperatur nutzen wir natürlich. Jetzt müsst ihr loslegen. Genau. Dann hat er die reingemacht. Passt. Die auf jeden Fall auf Halte und dann hauen wir gleich den zweiten noch durch, bevor die ganzen Dinger weg sind. Also brauchen das nur einmal. Okay, das ist ein Pattern. Okay, das verbraucht sie nicht. Na gut, dann ist es halt so. Dann brauchen wir das Pattern nur einmal. Ja. Dann haben wir die Chestplate. Und dann brauchen wir den Magnetic Reassembler. Read your Prodigy Tech Guidebook for more information. Reassembler. Hold Shift for Info. Der braucht auch viel Temperatur. Also kann er gleich mal hier auf den Solderer mit drauf. Und er kriegt jetzt noch ein bisschen Resthitze. Ja, gut. Das ist okay. Dann haben wir das auch durch. Nice, dann kriegen wir Mutation Paste Block. Dankeschön. Und dann brauchen wir einen Incinerator. Read your Priority Tech Book for more information. Don't insert anyone or anything to care about into this machine. Okay, jetzt muss ich das Buch lesen, weil ich soll niemanden reinstopfen. Aber warum soll ich da niemanden reinstopfen? Vielleicht möchte ich da mal reinhüpfen. Vielleicht ist da ein bisschen mollig warm. The Incinerator is the simplest machine. It will take any item and turn it into ash. Ach, wir machen Asche damit. So, noch ein bisschen hin und her. Können wir uns den Incinerator machen? Warum kriege ich ihn nicht? Ist das jetzt ein Bug oder was?
Jetzt geht's. Und der braucht 80, Minimum 80. Das heißt, wir können ihn da draufsetzen. Mich würde nur interessieren, Magmatic Array Reader. Wenn wir zwei Magmatic drüber setzen, na, geht nicht, weil die müssten ja sich, der andere muss ja auch direkt über Lava sitzen. Dann geht's nicht. Schade, ich habe nämlich gerade überlegt, wenn wir zwei Magmatic Array Reader übereinander sitzen, ob die sich gegenseitig aufheizen und dann 160 Grad hochschießen. Aber geht nicht, weil der muss ja direkt über Lava platziert werden. Und uncooked Meat Kebab. Oh, Kebab wäre jetzt auch nicht schlecht. So, und jetzt machen wir Inferno Crystals. Inferno Crystals machen wir über Magmatic Reassembler über Inferno Fuel. Und Inferno Fuel machen wir über Ash, Carbon Dust und Blaze Powder. Wie viel brauchen wir von diesen Inferno Crystals? Mindestens zwei. Den hauen wir mal gleich mit raus. Makes hot air using energy and dust. Turns off with redstone signal. Maximum temperature 250 Grad. Okay, das heißt, das ist quasi unser nächster. Okay, das heißt, das da muss raus. Da muss ein Crude rein und dann aber noch eine Circuit Plate. Das kriegen wir hin. So, Inferno Crystals, Inferno Dust, zack, zack. Und wo in den Magnetic Reassembler müssen wir das reinschmeißen? So, kriegen wir nochmal ein Bit of Lava Sand. Okay, Read Your Prodigy Guidebook. Ja, das ist mir eigentlich egal, denn wir haben eigentlich alles am Mann, hoffentlich, um dich zu craften. Aber wir brauchen noch ein Furnace. So, dann haben wir den Eater. Den können wir jetzt aber auch, den müssen wir, glaube ich, nicht auf Lava setzen. Ich das richtig mitbekommen habe. Jetzt schauen wir mal dahin. So, und der braucht jetzt diese komischen Kristalle hier. Und die sind aus Nether Quartz Dust, Emerald Dust und Diamond Dust. Die sind echt teuer. Oh, wir kriegen ein Käsebrot und ein Xen-Sapling. Hier, ja, nice. Den Weg abschließen, dann gehen wir in die Richtung. Da brauchen wir Heatblock. Heatblock machen wir mit Bricks und Terracotta und Nether Crystals. Eigentlich fast alles, was wir haben. Und dann der Heat Core. Obtained by right-clicking a heatblock of flint and steel. Just be careful. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen das leider nochmal aufcraften. Dann haben wir zwei Terracotta und dann kriegen wir noch ein paar Brick. Und die sechs, die zwei heben wir uns mal auf. Ein bisschen Clay kann man immer brauchen. Aber wir haben noch Compressed Clay, also von daher ist alles gut. Und dann brauchen wir noch den Nether Crystal. Nether Crystal müssten wir irgendwo haben. Habe ich denn wieder hin? Und dann brauchen wir noch einen Flint and Steel, hat es geheißen. Wo haben wir das? Da haben wir es. Dann haben wir gleich alles. Dann haben wir den nächsten Step auch schon. Trinken haben wir noch. Sehr schön. Und Batz. Heatblock. Kriegen wir vier Stück. Das ist cool. Und wie viel brauchen wir dann in der nächsten Quest? Danke fürs Spawnen. Einer. Cannot be created inside of chunks claimed with FTP utils. Ich meine, das, die sagen ja nicht umsonst. Be careful. Weil es dafür ausgelegt ist, irgendwie was zu zerstören. Tja. So, Heatcore. Ja, haben wir. Und jetzt brauchen wir See a Book of Words for more information. Einen Freezer. Dafür brauchen wir Terracotta. Smooth Azurite. Und Shard of Born Might sowie ein Azul Ingot.
So. Und fertig. Ein Freezer. Wir haben Freezer. Jetzt müsste hoffentlich auch so ein Goku gleich kommen. So, wo kommt der hin? Keine Ahnung. Nein. Okay. Siehe, Book of Words for more information. Ja, mache ich ja. Dann brauchen wir ein Power Crystal. Siehe, Book of Words for more information. The Power Crystals Items, also Variable Type. Also, Redstone oben und unten, haben wir gesagt. Dann ein Diamant in der Mitte. An der Seite kann man dann diese Crystal-Blöcke nehmen. Da haben wir zum Glück ein paar. Dann müsste das einen Power Crystal geben. Der hat 373 von 1495. Okay, wir können jetzt mal austauschen und sagen, wir machen mal an der Seite. Power Relays können wir auch ändern. Wir können auch Lapis Lazuli Blöcke nehmen. Und mal wie Lapis Lazuli wäre. Und wenn ich jetzt Lapis nehme und das oben und unten reinsetze, habe ich schon mal 661 von 2645. Okay, das ist doch schon mal eine Steigerung. Das heißt, Lapis ist besser wie Redstone. So, gut, Power Crystals. Dann kriegen wir einen Grasblock, einen Nourisher und einen Block Setter. So, ein Block of Boss. Snow can created by using the freezer on water. Und wenn ich jetzt den Heat Core mit einem Shard of Bone Might anklicke und daneben einen Block of Snow setze, müsste ich einen Block of Quartz kriegen. Freezer, wir machen dich jetzt zu deinem Bruder und nennen dich jetzt Cooler. Ja, hat's gemacht von selber. Okay. Hätte eine Schaufel nehmen sollen. Ah, der zieht sich die Energie von selber. Das ist gut zu wissen. Okay, solange der Kristall irgendwo ist, zieht er sich die Energie. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch eine Schaufel. Also, wir haben das Ding jetzt mal über der Lava platziert, und zwar deutlich über der Lava. Und jetzt müssen wir einfach warten und hoffen, dass er hier irgendwas tut, weil das Problem ist, dass er unten die Lava mit in Obsidian umwandelt. Das ist das Problem. Und deswegen haben wir den mal hier hochgesetzt und hier ist was passiert. Nice. Und jetzt kommt das gute Spiel. Wir brauchen das da. Wir brauchen den da. Shit. Weil ich dumm bin, habe ich einen Schneeball kaputt gemacht. Ploppt da ab, bleibt da dran. Er ploppt ab. Vier Stück. Nicht mit der Hand, sondern mit der Schaufel, bitte. Danke. Und dann haben wir Block of Quartz, kriegen wir vier Grasblöcke und dann brauchen wir den Energie und das und dafür brauchen wir Nether Quartz Dust. Und einer gibt vier. Na, siehst du, sind wir doch schon mal gut dabei. So, und dann kriegen wir zwei davon raus. Und wie viel brauchen wir? Acht soll ich machen. Dann passt es, dass ich so viel Quartz gemacht habe. So. Energy and Dust haben wir erledigt. Dann kriegen wir ein Crystal Seed. Can be planted and grown. Very sensitive to breaking. Very sensitive to breaking. Under no circumstances should you ever harvest energy and with anything but a crystal cutter. Okay, und jetzt brauche ich Crystal Cutter. Crystal Cutter, wie geht der? Thermatic Ingot, Thermatic Gear und dann ein Stick. Und dann können wir uns anscheinend diese Kristalle hier machen. Oder halt wachsen lassen. Und ich muss die immer mit diesem Hello Kitty Gedächtnisstab
machen. Echtes Wachstum damit irgendwie beschleunigen. Crystal Cutter, Level Stone. Können. Das Wachstum kann nicht angeregt werden. Und jetzt brauchen wir diesen Remodorals Reactor. Und den machen wir mit dem Perfected Circuit. Und da machen wir ein Perfected Circuit Pattern. Das können wir dann quasi weiter verkraften. Okay, das ist gut. Wir haben noch eins. So. Und dann bitte einmal den Primordial Reactor. Okay. Was auch immer. Das ist ein ganz komisches Wort. Und dann kriegen wir 16 Karten für. Das ist aber nice. Und dann kriegen wir Primordium. Primordium. From the Primordial Ooze, everything emerges. Genau. Da haben wir hier Karotten. Wir können eigentlich alles umcraften. Können wir auch. Wir können auch Seeds umcraften. Dann nehme ich gerne Weed Seeds, wenn das geht. So, Uli, dann. Bam. Nehmen wir noch mehr Crystal Seeds. Hier, und die können wir jetzt. Über den Rotary Grinder umwandeln. Nice. 8. Wir haben's. Wir haben es. Kriegen 32 Weizen zurück und Read Your Prodigy Tech Guidebook for more information. Atomic Reshaper. Der ist relativ okay, denn wir kriegen Glowstone. Wie kriegen wir Glowstone? Indem wir Goldblock, in Heatcore, Shard auf Shining Dawn. Einer hätte gereicht, aber gut. Noch zwei setzen. Wenn es uns besser gefällt. Dann ist der Shimmering Dawn da. Doch. So. Atomic Reshaper. Abgeschlossen. Der braucht 250 Grad, also ist es auch wieder ein Fall für hier. Und der kann jetzt irgendwelche Atome reshapen. Upgrade Capacity 1024 Barrels, Drums, Storage and more. Nice. Wir haben 1024 Upgrade Capacity bekommen. Das ist nice. Und wieso? Achso, ja, wir haben ja noch nicht alles hundertprozentig. Wir haben noch nicht den Chest Rebuilder, den Autoclicker, Gravity Block und den Nourisher haben wir doch. Gravity Block habe ich nur noch nicht gemacht. Den Nourisher gab es nämlich als Geschenk obendrauf. So, Gravity Block. Ich habe keine Ahnung, was wir damit tun. Aber wir haben ihn. Und davor brauchen wir noch den Spawn. Davor brauchen wir Pumpkin und Hayball. Dann. Zack. Und dann haben wir das Spawn Egg. Dann haben wir die drei Quests auch komplett. Danke. Dann kriegen wir noch einen zweiten. Zack. Und hier kriegen wir No Rewards. Und für den Autoclicker. Fluid Transformation in Liquid Souls. Und dann brauchen wir Soul Dust und Soul Dust. Und Soul Sand. Und Soul Sand machen wir mit Red Sand, Strange Sand, was auch immer.
Dark Sugar. Ja, da. Rock of Core. Shard of the Living World. Block of Quartz. Soul Sand. Block of Quartz. Soul Sand. Amplifying Tube. Mysterious Dust. Es gibt Liquid Souls. Da muss ich dann nur einen Dropper reinschmeißen. Was kriege ich hin? Dann bräuchte ich mal bitte einen Bereich, wo ich irgendwas abbauen kann, aufbauen kann, reinwerfen kann. Das sieht gut aus. So. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Und jetzt brauchen wir dann nur noch die Basic Pipes, die Chest Builder und den Item Router und die Item Transport Pipes. Und dann war das, warte mal, Lever, Chest. Und das. Und dann haben wir den Chest Builder. Was auch immer das ist. Ach, er macht uns eine... Wir können uns hier eine Chest bauen. 18 Chests, 64 Eisen, 64 Iron Bars und 18 Clay. Und dann macht er uns eine Chest, die so groß ist. Okay, nice. Das ist cool. Das heißt, wir können uns eine große Chest bauen lassen. Das ist praktisch. Das nehmen wir gerne. Und ein Item Router war Eisen, Iron Bars und ein Blank Module. Machen wir uns einen Item Router oder in dem Fall 4 Stück. Ich habe keine Ahnung, was das Ding tut, wie das Ding funktioniert. Ich werde mich da auf jeden Fall mal schlau machen. Aber wir haben auf jeden Fall das alles erledigt. Chapter 2 ist complete. Completely complete. Kriegen wir mal Kabel aufs Auge. 100%. Chapter 2 und das nächste Mal machen wir dann Chapter 3.